Hallo und herzlich willkommen, meine Damen und Herren, hier auf dem Channel, auf dem nichts los ist und den keiner kennt, vor der Kamera und hinter Mikrofon, welches ihr heute nicht sehen könnt. Euer René und ich begrüße euch recht herzlich heute zur sechsten Folge von Projekt Tattoo in OMSI 2. Und ja, es ist meine zweite Aufnahme. Wieso und weshalb? Gleich nach dem Intro. Ja, und nach dem Intro sind wir auch gleich mittendrin im Geschehen und wieso die zweite Aufnahme, ne? Ja, die erste Aufnahme hatte mir mit meiner Facecam was nicht gepasst, ne? Beziehungsweise, ja, Facecam war wieder kürzer, das Facecam-Video als das Spielvideo. Bitte, dann zweite Aufnahme. Wir sind hier, wir fahren die Fahrt von Stockheim nach Kehlbach, den Kurzläufer, und die Fahrgäste wollen eigentlich schon hier ständig Fahrkarten haben, ne? Müssen wir schnell schauen, dass wir da weiterkommen. Auf 4 war das, 6, 8. Ich hätte gerne eine normale Fahrkarte. Eine normale Fahrkarte. Oh, bitteschön. Abfahrt ist um 10.26 Uhr. So, Motor läuft. Stimme auf 25. Noch nicht. So, Türchen zu, fahren wir. Oder auch nicht. Also wartet. Jetzt. 10.26 Uhr sollen wir eigentlich fahren, ne? Wisst ihr was, wir fahren. Jo, und jo, wenn wir jetzt zu früh sind, sind wir mal zu früh. Wenn wir zu spät sind, sind wir zu spät. Wenn wir zu früh sind, sind wir besser als die Deutsche Bahn. Wenn wir zu spät sind, sind wir genauso gut. Jo, irgendwie sollte ich das Thema aufgreifen, welches ich in meiner ersten Aufnahme von Tattoo 6, also von Tattoo, gehabt hatte. Umlauf Nummer 6, ne? Welches Thema hatte ich? Ich hatte das Thema Deutsche Bahn, Posten, Bahnsteckposten, ne? Deutsche Bahnsteckposten im Osten. Ja, um dieses Thema hier irgendwie unterzubringen. Ne? Wir sind zu früh. Ne? Wir sind zu früh. Ja. Frei. Wir sind besser als die Deutsche Bahn. Und die hatte natürlich auch schon ihre diversen Posten. Ups, Gegenverkehr.
Ja, was für Posten hatten die Deutsche Bahn mit den Bahnsteigen? Um es kurz zu sagen, ich habe das mal so im Internet gefunden, auf YouTube. Ja, und sonst? Ne? Bei der Deutschen Wiedervereinigung, also West- und Ostdeutschland, sind zusammengekommen, haben sich wiedervereinigt. Und ja, was soll man sagen? Die Bahn hatte damals gesagt, naja, im Osten sind die Bahnsteige auf 35 cm. Lassen wir es da. Belassen wir es nur. Ne? Darum sagen wir es auch gleich. Jo, ein paar Jährchen, ein paar Jahre sind private Bahnanbieter und Betreiber gekommen, haben sich neue Fahrzeuge angeschafft. Nämlich, genau, Einstiegshöhe 35 cm. Damit alles ebenerdig eingestiegen wird. So weit, so gut. Jetzt kommt auf einmal die Deutsche Bahn daher und sagt, wir müssen renovieren. Bahnsteige sind grottenschlecht. Wir müssen die renovieren. Gut, sie renovieren die Bahnsteige, damit alles schön ausschaut. Nur mit einem klitzekleinen Schönheitsfehler. Sie erhöhen einfach die Bahnsteigkante von 35 cm auf 70 cm. Wieso das? Es ist in irgendeinem beschriebenen Bahngesetz verankert, dass neue Bahnsteige und Bahnsteige, die renoviert werden, auf 70 cm höher gebracht werden müssen. Jo, jetzt hast du deine super tollen neuen Züge. Mit 35. Morgen. Hallo. Ein Fahrschein bitte. Keine Batterieladung. Mit 35 cm Bahnsteighöhe, also Einstiegshöhe. Hallo, ich möchte gerne Fahrkarte haben. Dankeschön. Aber Bahnsteige mit 70 cm. Schön, super, freuen. Die Einstiege sind unterhalb von der Bahnsteigskante. Ich drücke mal das hier weg. Sehen wir natürlich nicht. Haben wir nichts gefunden. Fahren wir jetzt nach Basic Kinos. Was wäre der Scheiße? Jo. Über Bahnsteigposten. Also, es gibt ja so einige Posten. Ne? Nicht nur die Bahnsteigposten der DB. Nein. Gibt es sogar schöne Sachen wie zum Beispiel Telekom. Telekom Deutschland. Ja. Ein Ort, Bürger eines Ortes verlangen nach schneller Internetanbindung, nach Glasfaserkabel. Telekom Deutschland. Also die deutsche Telekom kommt daher und sagt, was wollt ihr, Glasfaserkabel? Aber mit Sicherheit nicht mit uns. Ihr saß nicht bei uns im Projekt drinnen, dass ihr da Glasfaserkabel kriegen sollt. Nein, kommt da gar nicht in Frage.
Was macht der gute Bürgermeister? Mein Volk wünscht sich eine Glasfaseranbindung. Ich werde dafür sorgen, dass diese hierher kommt. So, schön und gut. Bürgermeister sagt, hat gesprochen. Die Arbeiter reißen die Gehsteige und Straßen auf, verlegen die Glasfaserkabel, schütten das Ganze wieder zu, asphaltieren das Ganze wieder super toll und schön, damit es ja schön ausschaut. Ne? Und kaum ist er fertig, kaum sind sie fertig, kommt die Deutsche Telekom auf eine super tolle, leibende Idee. Vielleicht sollten wir ja doch Glasfaserkabel verlegen. Damit wir zu gucken, was passiert. Deutsche Telekom, dann kommt er hier mit eigenen Arbeitern, wird alles aufgerissen, zweites Glasfaserkabel rein, wieder zugemacht. Jetzt haben die Bürger die Wahl der Qual. Welches Glasfaserkabel nehmen? Das vom Bürgermeister oder das von der Deutschen Telekom? Hirnrissig. Es sollten staatliche oder staatsnahe Betriebe dazu eigentlich verpflichtet werden, für die Bevölkerung einiges zu tun und sich nicht querzulegen. Also sofort das Glasfaser reinhauen. Ne? Nicht erst dann, wenn eh schon eins drin war. Ups. Upsi. Ja, und wie ihr seht, ist Omni Navigation heute mal AD außer Dienst. Zumindest bei der zweiten Aufnahme von dieser Folge. Ja, Folge Nummer 7 hat die Aufnahme super toll geklappt. Ne? Das alles super zusammen. Ja, es fehlt mir eigentlich bei der Facecam ja nur circa 7 bis 8 Minuten. Aber schneidet es erstmal zusammen, die 7 bis 8 Minuten. Kurz nicht einmal was ohne Link. Oder wo die genau fällt. Oder wo ich drauf gekommen bin, da fehlt eine Sekunde, da fehlt eine Sekunde, da fehlt zwei Sekunden. Das summiert sich, ne? Ist nicht gerade einfach. Aber wie heißt das schon, ich bin dieser Linie jetzt schon öfters gefahren. Ich sollte also den nach Kielbach ohne Omni-Navigation finden. Und jetzt mal. Später noch von Bus A4. Ja. Das ist absolut. Kollege. Was störst du mit da? Vorsichtig, der Randübung. Guten Tag. Morgen. Guten Einen Tag. Normalen Fahrschein, bitte. Ich habe mir auch ein bisschen was... Dankeschön. Ein bisschen was hier aufs Lenkrad draufgelegt. Aufs Kreuz hier. Habe ich mir zum Beispiel die Sicht gelegt. Fahrplansicht. Kassenansicht. Die Sichten nach links und rechts. Thank you.
vorsichtig da oben. Ne? Wir kennen diese Ecke ja schon mittlerweile. Ne? Jetzt da vorsichtig. Der fährt gerade auch. Dann warten wir mal. Ne? Der fährt nach Kronau. Ja, super. Ne? Kollege, da wird du fahren, du hast da. Und dir wird so nicht fahren. Und da geht er gleich an über die Rübe, wenn man nicht vorgehst. Bitte. Dankeschön. Einmal normal, bitte. Danke. Ja, durch den Fahrkartenverkauf wird es länger dauern. Ne? Gleich meckern sie, ne? Sie meckern nicht. Ja, wir haben ja noch ein paar Möglichkeiten, wo sie gleich nicht meckern dürfen und sich auch meckern. Ja, dass ich auch meckern werde. Und zum Beispiel da die nächste S-Kurve, beginnend mit der Rechtskurve. Entweder wir fahren lang, schön langsam und vorsichtig darüber und durch, sodass die Fahrgäste hier nicht gleich meckern. So, schaut ganz gut aus. Ne? Sie meckern nicht, sie haben sich noch nicht aufgeregt. Aber was noch nicht ist, kann noch werden. Ne? Guten Tag. Lisa geht. Hallo. Einmal Hallo. Nochmal, bitte. Mal normal. Danke. Bitte schön. Fuhren wir weiter. Du riechst rüber, Sina Stickel. Das schaut gut aus. Perfekt, oder? Freiheit durchs Mikrofon, weil es jetzt etwas weiter oben herunterhängt. Ne? Das ist immer schon, das tut uns alle vor. Was ist denn der Scheiße? Ja, ich hab ja gesagt, du meckern wieder. Du meckern mit Zucker, das hab ich ja gesagt, aber nicht.
Entschuldigung, dies hier ist übrigens eine Art Rundlauf, ne, Rundumlauf von einem Kurs, also von dem Kurs, ne. Eigentlich müsste es ja heißen, in Stockheim nach Stockheim. Allerdings, damit die Radwege nicht verwirrt sind, heißt es Stockheim-Kielbach, Kielbach-Stockheim. In Kielbach selbst haben wir, glaube ich, nur eine Minute oder zwei Minuten aufgeholt und fahren dann eigentlich gleich wieder zurück. Ne? Oder überhaupt keine Minute aufgeholt. Ne? Ich glaube nicht einmal eine Minute. Ne? Ankunft und Abfahrt, ne? Gleichzeitig, normalerweise. Was ich aber schon mal so für einen weiteren alles sagen kann und euch schon mal verraten darf, ist, dadurch, dass bei der ersten Aufnahme ich diese Folge und die nächste Folge gleichzeitig aufgenommen habe, also hintereinander, aber nur diese Folge nicht funktioniert, die andere Folge habe ich schon bereits aufgenommen, also die nächste. Die nächste Folge habe ich bereits aufgenommen und bei der habe ich ungefähr bei 4 oder 5 Minuten Verspätung gehabt am Schluss. Und jo, das nur so viel zum, als kleiner Hinweis dazu, warum ich dann in der nächsten Folge 5 Minuten verspätet habe. Fahrschein bitte. Habe ich mir irgendwie gedacht. Danke. Einen normalen Fahrschein. Ja, du Armani. Danke. So ungefähr, Mann. Ne? Aber wie soll ich denn fahren, wenn die Kurven so beschienen sind? Kann ja nicht schöner fahren oder besser fahren, als die Kurven sind. Ein bisschen zu schnell reingefahren. Was ist da? Störung Ritardo. Schön. Keine Batterieladung. Auch schön. Ich dachte, der Bus wird nicht. Ich glaube, mein Bus wird nicht. Morgen. Morgen. Keine Fahrkarte.
Kielbach. Ja, wir haben es nicht mehr weit nach Kielbach. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Einen normalen Fahrschein, bitte. Auch mal. Passend gibt. Passend gegeben, meine Herrschaft. Ja, jetzt geht's nach Schauberg und dann haben wir nur noch zwei Stationen. Linkes Auto. Können wir den überholen? Nein, lass mal das nur. Wir sind Bus, wir überholen dich. Wir lassen ihn. Wir sind nicht im Fernbus, ne? Ja, okay, gut, ja, wir haben das im Rad und da gibt es jetzt auch schon was für Schweiz Add-on bzw. DLC, ne? Aber glaubt ihr wirklich, dass wir mit dem Teil fährt man so blöd? Fahrfusik und das alles in einem Fernbus im Rad und ne? Ja, vergiss es. Zeitmäßig, vergiss es. Ich habe auf der Landkarte Städte dabei sind. Wien, Sankt-Pölten, Linz, Salzburg, Innsbruck. Was ist mit Eisenstadt, Graz und Klagenfurt? Die gibt es nicht mehr, oder gut, wahrscheinlich zu oder Bregenz oder so. Wahrscheinlich zu uninteressant. Nur zu klein. Budget war bei jeder da. Bei mir regen sie gleich den Vorgieß wieder auf. Denkt ihr? Aber auch wie es bei der ersten Aufnahme war, meine Fahrgäste fahren mit dem Beschluss. So wird die Guten Morgen. So, wie gesagt, noch zwei Stationen, dann sind wir angekommen. Und dann sind wir mit dieser Fahrt, wir haben dann diese Fahrt geschafft. Ihr habt es endlich geschafft, auch mit mir hier näher zu kommen. Genau. Oh, in der nächsten Folge, was erwartet ihr euch da? Durch die Rückfahrt nach Stockheim. Dann habe ich nur noch eine Folge zumindest geplant zu zeigen, weil ich nämlich schon nachgeschaut hatte. Es gibt nämlich dann für die Rückfahrt, also nach der Rückfahrt, nach Tettau, also Tettau-Fessel, fahren wir dann in der 8. Folge zurück. In diesem Umlauf gibt es sonst nichts Neues oder nichts Erwähnenswertes.
Partner wäre wieder eine Fahrt nach Sonneberg geplant. Dann wieder Retro Tettau, dann wieder Stockholm, dann wieder Kiel bei Stockholm. Ja, das war ja, anständig fahren. Fahrtziele dann. Irgendwann werden wir mit Sicherheit machen, dass ich mal einen kompletten Umlauf habe, wenn ihr mögt. Und wenn nicht, mache ich es vielleicht trotzdem. So, wir sind angekommen. Das ist schön. Das tut mich freuen. Jetzt muss ich da schauen, dass ich da langsam und vorsichtig runterkomme. Ohne dass ich die Fahrt. Ja, fahren wir mal vernünftig hier. Ja, wir sagen, ja nichts dagegen, ne? Gibt's ja nicht. Können Sie mal ein bisschen ruhiger fahren? Sie haben sich eben schon wieder beschwert. So, meine Damen und Herren. Das war's hier. Für heute. Beim nächsten Mal die Rückfahrt nach Stockholm und dann nur noch die Fahrt nach Tettau-Hörsaale. Und wie es dann weitergeht, am besten schaut selber nach. Vielleicht gibt es dann irgendwann mal was anderes noch. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag und schade. Tschüss, Servus, bye bye. Ciao.